So, und weiter geht es, der nächste Part. Jetzt geht ihr heute Schlag auf Schlag mit den Parts. Und ja, ich weiß gar nicht, was müssen wir machen? Ich habe schon keine Ahnung mehr. Also eigentlich müssen wir die Klassen jetzt wieder leveln. Ich höre euch schon wieder aufstehen. Aufstehen. Wir werden jetzt eine gekonnte Mischung zwischen normalen Quests und Leveln machen. Also so von allem etwas. Wenn wir an etwas vorbeikommen, dann machen wir das einfach. Einfach um euch das auch so ein bisschen einfacher zu machen. Einfach so entspannter. So. Das heißt, wir haben auf dem Weg nach da hinten. Okay, jetzt sind nur dreimal. Da mal quatschen. Das passt ja. So, ich will mal gucken, ob wir jetzt das neue Pad kriegen. Ne, schade. Leider nicht. Mich wundert's, dass wir noch keine. Das ist mir gewöhnlich, kriege ich immer recht schnell. Wenn ich neu im Spiel bin, recht schnell Gildenanfragen. Das ist immer etwas sehr seltsam. Das hier will ich auf jeden Fall machen. Das ist wichtig, wenn wir unseren Regalia haben wollen. Deswegen machen wir das einmal. Sei bloß vorsichtig mit den Sachen. Wenn du etwas zerbrichst, ziehe ich dir das von deinem nächsten Gehalt ab. Oh, hallo. Was mein treuer Diener da für mich trägt, fragst du? Nun, dabei handelt es sich um die von mir höchstpersönlich gewonnenen Preise aus dem neuen eröffneten Gold Saucer. Du hast doch nicht von dem Gold Saucer gehört? Bei den 12, meine Liebe, wo lebst du denn? Erfreue dich an dem Anblick der majestätischen Vögel, die auf den Pisten der Schokobo-Rennen entlang sausen. Wer weiß dein taktisches Geschick im Wettstreit gegen andere an den Triple-Trial-Tischen. Im Gold Saucer kannst du das und noch vieles andere mehr erleben. Und wenn du dich dabei geschickt anstellst, wird aus dir auch noch eine wohlhabende Frau. Ein hervorragender Ort, um nach einem harten Arbeitstag ein wenig Dampf abzulassen. Oh, und dann habe ich bereits die überaus reizenden Häschen dort erwähnt. Zwinker. Aber ich schweife vom Thema ab. Ja, du fragst dich sicherlich, wie in Tals Namen auch du endlich in den Genuss der zahlreichen Vergnügungsmöglichkeiten im Gotteshäuser kommen kannst. Stimmt, so habe ich recht. Ha, dachte ich mir. Nun, heute ist ein Glückstag, meine Liebe. Zufällig hatte ich gerade ein goldenes Luftschiff-Ticket in meinen Händen. Und angesichts meiner heutigen Gewinne bin ich durchaus in Geberlaune. Hier, das ist für dich. Zeige das Ticket einfach bei den Mädels drüben am Luftschiff Landeplatz vor und schon kann die Reise ins Vergnügen losgehen. Aber sag mal, sollten wir uns mal an einem Triple Tri-Tisch begegnen, werde ich nicht mehr so gönnerhaft sein. So, da seht ihr wieder blaue Quest wichtig. Blaue Quest bedeuten, man kann sich was freispielen. Da unterscheidet man sich halt einiges von diesen ganzen Sachen. Muss ich auch noch machen. Ja. Schaltet man sich vieles frei. Das sieht irgendwie geil aus, aber irgendwie auch nicht. Weiß auch nicht. Hat irgendwie was. So, hallo Vimund. Und? Wie gefällt's dir, Ulla? Schon eine Menge Kontakte geknüpft? Ich hoffe doch, du erwähnst bei den hohen Herrschaften auch ab und zu den guten alten Vimund. Information ist als gut genauso wertvoll wie jedes andere auch. Und dir kann nichts bieten. Oh, übrigens, ich hätte da was für dich. Tu mir doch bitte einen Gefallen und bring den Schrank zu Josias beim Palais Platin. Warum fragst du? Nun, selbst als Neuankömmling wirst du sicher bald die Vorteile zu schätzen lernen, eine gute Beziehung zu jemandem wie mir zu haben. Und nun geh. Gut, das ist hier irgendwo hinten. Deswegen machen wir das einfach mal schnell. Das meine ich halt mit diesem ganzen Nebenquatsch. Aber eigentlich müsste ich ja dafür den. Ich will eigentlich jetzt erst den Gladi machen, ne? Okay. Was führt dich zum Palais Platon? Ein Schreiben von Vimund? Ausgezeichnet. Lass mich nur kurz einen Blick auf den Inhalt werfen. Gute Arbeit. Vimund kriegt einfach alles raus. Der Poke ist gerupft, überlass ihn den Hunden. Als ob ich es geahnt hätte. Oh, was ist das? Was das ist? Unsere Leute von den Faustkämpfergilden werden häufig zum Personenschutz angehört. Leider sind Vimunds Nachforschungen zu den finanziellen Verhältnissen dieses potenziellen Kunden wenig erfreulich. Unsere Kämpfer sind unser Kapital und das investieren wir nicht ohne Gegenleistung. Der schutzbedürftige Vogel wird sich wohl nicht wohl selbst verteidigen müssen. Okay.
Frag mich, wo unser ganzes Geld schon wieder hin ist. Ich habe eigentlich nichts ausgegeben. Also für die Teleporter vielleicht. Oh, das Schwert ist geil. Das ist halt mega geil. Warte mal. Macht das ja selten, aber. Ravanna. Ist von Ravanna das Schwert? Lol. Also, das Design. Lol. Naja, okay. So. Wie gesagt, wir haben ja hier noch einiges zu tun. Ich bin so Händler, ne? Ashkana Überseherpartner. Was ist das alles? Suran-Kleidung. Ach, okay. Ah, okay, hier kann ich. Okay, hier könnte ich sowas holen. Ey, eigentlich gar keine schlechte Idee, ne? Warte mal. Machen wir einfach mal. So, jetzt hätten wir rein theoretisch. Warte mal. Ich habe Steuerung I gemacht. So, jetzt. So, und. Naja, also quasi so das erste. Als. Ja. Kostüm quasi. Könnte man das so sehen. Ich weiß nicht, darf ich hier auch verkaufen? Weil dann würde ich gerne einmal. Und der Rest ist alles Sachen, oder sind alles Sachen, die wir noch brauchen. So, okay, die Rüstung ist cool. Ich würde sie vielleicht nicht unbedingt selber tragen wollen, aber sie ist cool. Biesterswerte befinden, meine Dame. Vorzüglich, wie ich hoffen möchte. Mein Name ist Pmolmin. Okay. Ich bin eine der Tänzerinnen auf dem Marktplatz in dieser Stadt. Das Tanzen macht mir ungeheuer Spaß, aber seit kurzem frage ich mich, ob ich überhaupt noch nennenswerte Fortschritte mache. Ich möchte meine Tanzschritte immer weiter verbessern. Man könnte irgendwann von einem noch größeren Publikum zur Schau stellen. Ich bin mein Traum, die anmutigen Tänzerin von allem zu sein und auf exklusive Tanzveranstaltungen zu tanzen, zu denen. Was machen die da? Zu denen, wo die Reichsten der Reichen eingeladen werden. Um diesen Traum zu verwirklichen, muss ich allerdings zuerst einen Tanz erlernen, der durch einer Veranstaltung würdig ist. Könntest du mir vielleicht dabei helfen, einen Tanzlehrer zu finden, der sich mir wahrlich eleganten Tänzen, der sich mit wahrlich eleganten Tänzen auskennt? Ich habe schon einige Male von einem gewissen Julionox, wie auch immer, gehört, dem selbst in den vornehmsten Kreisen jede Tür offen steht, offen zu sein steht. So, offen. Den scheint Gott. Die feinen Damen schwärmen geradezu von ihm. Ein absoluter Fachmann der Bühnenkunst. Ich werde weiterhin hier nach ihm Ausschau halten. Könntest du vielleicht derweil den Talkreuzgang absuchen? Vielleicht triffst du jemanden, der ihn kennt. Frag einfach jeden, der irgendwie reich aussieht. So. Bist du reich? Bist du reich? Bist du reich? Bist du reich? Was macht der da? Hat er Langeweile? Ist das mal so eine ernst gemeinte Frage? Hat der Langeweile? So, einfach nur. Pass auf, und irgendwann sieht er diesen Stream und denkt sich auch nur so, oh Gott, was habe ich da gemacht? Vor allem diesen Stream. Ah, so, warte, ich muss mich einmal kurz anders hinsetzen. Es tut mir immer leid, aber ich kann leider nie so lange in einer Position quasi verharren. Ich bin zurzeit sehr unruhig. Sehr, sehr unruhig.
Perfekt. So, dann können wir jetzt hier auch weitermachen. Da haben wir hier nämlich alles angenommen, was anzunehmen geht, wie man sieht. Träger nur da. Ah, das ist der Schokobo-Verleih. Irgendwie finde ich, sieht das cool aus. So. Hier schalte ich natürlich auch einmal kurz frei. Und dann Linien-Schokobo. Wir können das erste Mal hinaus. Wir sehen das erste Mal, was außerhalb des Ganzen hier ist. Aber besonders spannend ist diese Gegend hier nicht. Die erinnert mich halt wirklich sehr an Dalmasca. Aber nun ja. So, hier haben wir jetzt ein bisschen was zu tun. Okay, das kommt da hoch. So, und das geht jetzt hier eine ganze Weile. Wie gesagt, da wir als erstes ja den Hauskämpfer leveln wollen, den Gladiator leveln wollen. Stufe 3. Das kann sich nur um Stunden handeln. Mit dir genau das gleiche. Wie gesagt, gehört hier auch mit dazu jetzt. Das alles schön gleichzeitig machen. Hier sind noch Murmelhörnchen, die brauchen wir auch noch. Okay. So, jetzt Taumaturg, das kann witzig werden. Also Feuer. Und wenn wir wenig Mana nur noch haben, dann castet man halt Eis. Ah ja, okay. Ich glaube, ich habe es verstanden.
Okay. Jo, dann haben wir das schon mal. Nett. Wirklich nett. Da vorne sind noch Viecher, die wir brauchen. Hier ist wieder Taumaturg. Auch hier Stufe 4. Du bist hier, geht das immer ganz schnell. Du ersetzt dein Status Lichtfeuer durch ein Stufe Schatteneis. Umgekehrt, dein Status Schatteneis durch ein Stufe Lichtfeuer. Ah, okay, damit tausche ich das also einmal. Wenn ich zum Beispiel schnell MP brauche. Ja, okay, macht Sinn. Ich habe hier noch ein Vieh fürs Mysterium. Nehmen wir gleich mal mit. Noch eins. Faustkämpferform, das lese ich nochmal, das hatten wir, meine ich schon, aber das lese ich nochmal. Im Gegensatz zu anderen Nahkampfklassen setzen Faustkämpfer keine Kombos aus Waffenfertigkeiten ein. Stattdessen nutzen sie ihre Waffenfertigkeiten, um zwischen drei unterschiedlichen Formen zu wechseln. Sie fügen sich zu einem rasanten Wirbel aus Schlägen und Tritten, der Gegner rasch zur Strecke bringt. Viele Waffenfertigkeiten des Faustkämpfers ändern deine Form bei Ausführung und erfordern eine bestimmte Form, um ausgeführt werden zu können. Zudem gibt es Waffenfertigkeiten, die zusätzlichen Schaden verursachen, während man sich in einer bestimmten Form befindet. Die drei Formen sind Opo-Opo, Raptor und Kurl, wie auch immer. Wenn du deine Form von Opo-Opo zu Raptor und dann zu Kurl änderst, in genau dieser Reihenfolge verstärkst du deine Angriffe mit zusätzlichen Attackenwert und erhältst eine ganze Reihe von Zusatzeffekten. Alle Formen richtig aufeinander abzustimmen und in jeder Situation genau zu wissen, welchen Techniken du dich bedient hast, das ist die wahre Kunst des Faustkämpfers. Ich glaube, deswegen ist Faustkämpfer auch einer der schwierigsten Klassen. Gladiator, das ist der neue Käfer. Und beim Ding ist genauso. Okay. Gladisoja als erstes. Die Level wären deswegen Gladi dran. Ach ja. Also uns wird noch so einiges erwarten. Wie gesagt, ich versuche eigentlich heute so viel aufzunehmen, dass wir in die erste Ini reinkommen. Ich kann nur nicht versprechen, ob wir es schaffen. Ich kann es beim besten Willen nicht versprechen.
Okay, da gibt es auch noch relativ viel, was wir machen müssen. Ah, okay, hier wäre dann als erster auch der Forstkämpfer. Wir machen zuerst hier mit ihm hier fertig. Ah, da bist du ja wieder. Deinem selbstsicheren Grinsen glaube ich entnehmen zu können, dass du deine Einkaufstour im Zentralteilerland von Erfolg gekrönt war. Sag mir, was du auftreiben konntest. Das bei Nahteil, die Felder sind ja von besserer Qualität. Bessere Felder konntest du nicht auftreiben? Die werde ich von den Gerbern ordentlich bearbeiten lassen müssen. Und selbst dann wirst du nur drittklassige Ware ausfertigen lassen. Nun ja, besser als nicht. Die Gilde der Forstkämpfer ist einer meiner größten Probleme und ich will sie lieber nicht zu lange warten lassen. Als Profi weiß ich zu improvisieren, also überlass den Rest einfach mir. Hier ist deine Belohnung. Beschwere dich nicht, ich würde dich angemessen entlohnen. Ha, Kopf hoch. Beim nächsten Mal hast du bestimmt mehr Glück. Was für ein durchtriebenes Schwein. So, einmal Bosskämpfer. Ah, du bist zurück. Du hast dich hervorragend geschlagen, jugendliche Lebenskraft ist wahrlich ein Segen. Wenn du zu wahrer Stärke gelangen willst, darfst du dein Training nicht vernachlässigen. Stärke eines Faustkämpfers ergibt sich aus der Anzahl der Schläge, die er austeilt. Also zieh los, Ash, und lass die Fäuste fliegen. Wenn die Zeit reif ist, werde ich dir etwas Neues beibringen. Die Jugend scheint über ein unerschöpfliches Potenzial zu verfügen. Ich kann es kaum abwarten, es voll entfaltet zu sehen. So, okay. Hier kommen wir dann jetzt weiter ab Level 5. Aber das wissen wir ja. Ganz als nächstes ist der Taumaturg. Beziehungsweise vorher nochmal ein Gnomierto. Warte mal. Ich ändere nochmal ganz kurz was. Dann geht es nämlich schneller, wenn wir nochmal zwei Bestiarium-Dinge machen. Aber die Musik ist hier halt mega schön. Warte mal. Können wir wenigstens die Dinge schon mal annehmen. Wir wollen sie auch scheinbar noch für eine Quest. Quest brauchen wir ebenfalls. Jetzt kann ich das erste Mal hier wieder was anderes anziehen. Sehr schön. Ja, damit sind wir Stufe 5. Nee, ich brauche ein paar Matoren. Das ganz gut hin. Bisher.
Nein, so kurz davor. Na komm, dann mach ich halt noch mal ein bisschen weiter. Ist ja nicht mehr 4 bis 5. So, und da ist es auch schon. Durch Stufe 5. Wie gesagt, dann können wir halt direkt im Anschluss die... Ach, hier sag mal schnell. Ihr Klassenquester annehmen. Allerdings werde ich hier auch erstmal die Part wieder beenden. Und wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal. Ciao.